Tja, gut, habe ich's. Da habe ich mich noch zu Beginn der letzten Folge so gerühmt, dass ich jetzt die Lautstärke nochmal fürs Mikro erhöht habe und für ein Ingame verringert. Und da hat OBS sich einfach mal geweigert, beides aufzunehmen. Die gesamte Tonspur war 2 Kilobit groß. Kein Wunder, dass da nichts kam. Ist halt wie es ist. Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Traveller's Rest. Ihr habt die ganze Diskussion um Urlaub mit Junior verpasst und was das Spiel kann und egal, ist ja auch wurscht. Bisschen was haben wir bestellt. Ich habe auch ins Wiki reingeguckt, war, wie, was, warum. Egal, wir müssen irgendwas bestellen, irgendwas machen oder wir werden es sehen. Machen wir uns nicht zu viel Stress, wir werden schon vorwärts kommen. Neue Kiste habt ihr gesehen. Vielleicht habt ihr es angeguckt, wenn nicht, habt ihr nicht viel verpasst. Wir haben eine Kiste gebaut, das war es im Großen und Ganzen. So, was wollte ich mir abgeben? Weizen, Brot und Körbe, das haben wir gerade eingesammelt, richtig? Ja, gut. Ne, dann gehen wir es erstmal ab und dann machen wir es nice. Und unterwegs kein Wasser holen, dann wieder die lange Tour machen, wie immer. Ach ja, muss ja mal sein. So, Met haben wir auch nicht. Achso, wir brauchen Ale-Yeast, ne, von mir aus. Zack, das werde ich jetzt gleich wieder bereuen, dass ich das ansetze, nehme ich an. Egal, Hauptsache machen. Wir haben Blumenstrauß hier auf dem Tisch, ist das nicht schön? Ist es nicht schön? Und es ist immer noch gebrechend heiß. Und ich kann dafür nichts, möchte ich betonen. Danke, wiedersehen. So, Jam. Mit. Haben wir natürlich genau das. Nee, egal. Ist diese scheiß Taube schon wieder bei meinem Spatzenfutter? Geh kleine Weißwein. Das können wir noch eine Weile machen. Bringt aber auf den Punkt. Egal. Roggenbrot mit irgendwas. Herb. Bitteschön, wiedersehen. Und bis zum Jam mit Strawberries wird es noch wieder dauern. Dann muss ich nämlich erstmal Erdbeeren haben. Die werden wir so schnell kriegen. Dann machen wir wieder eine kleine Runde, ihr wisst ja, wie es ist. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Jetzt kommt nichts mehr raus. So, diesmal steht auch mein Wasser vor mir. Ah, Gott. Ich finde dieses subtropische Trau. Es ist kochend heiß, aber dafür Luftfeuchtigkeit auch. Weil es einen halben Tag regnet und trotzdem partout nie abkühlen will. Es ist so ekelhaft. Letzte Folge hatte ich mal angewähnt, das muss ich gleich noch nachtragen. Irgendwann mache ich mal Skyrim Let's Play als Rollenspiel. Habt ihr schon mal ganz nette Ideen. Aber dazu brauche ich jetzt mir passenden Computer. Das ist so 2024 später. 9 Jahre X10 war gerade. War während des Urlaubs im Junior. Dem ging es prima und so weiter und fort. Haben wir alles schon mal in der letzten Folge geklärt. Wer nicht hingehört hat, ist immer schuld. Es tut mir ja auch leid, aber mein Gott. So eine technische Fehler gibt es immer mal wieder. Das passiert dem Besten, dann kann es auch mir passieren. So, jetzt wollte ich erstmal gucken, was da gibt. So, das habe ich gestern erst angepflanzt. Da kann gar nichts gewachsen sein. Und wir brauchen jede Menge Eisenbahn. Und ich habe festgestellt, ich brauche noch so ein Ding. Sonst wären wir hier nie fertig. Mit gar nichts. Ich stopfe noch mal Kohle ein. Kann man nicht. Und irgendwann können wir irgendwas irgendwie herstellen. Aber ich wollte mal gucken. So. Klopfen wir halt der Welle noch. Ich muss ganz einfach irgendwas kaufen, damit ich weiterkomme. Das ist das große Problem gewesen. Weil den haben wir jetzt gebaut. Der ist nur für Verringerung von so und so. Ja. Was ja schon mal nicht schlecht ist, wie man sieht. Es ist wirklich nicht schlecht. Und die Effekte werden, glaube ich, über beide kopiert, wenn sich die sich überlappen. Also werde ich daneben kleiner so ein Ding setzen. So früh wie möglich. So, bitteschön. Ach, ist es nicht schön, wie alles wächst. So richtige Felder und mit Zäunen dazwischen und so wäre mir lieber. Oder kleinen. Muss ja nur angedacht sein. Was ist denn da schon wieder los? Ich habe doch eindeutig eingestellt, oder will ich? Kann gar nicht sein. Der hat doch mittendrin aufgebrochen, oder? Egal. So, was gibt's hier? Größter, alles wurscht. Kann man auch brauchen, aber ja. Brewing Barrel natürlich was Gutes. Braucht immer ein paar Planks und Gott, das sind jede Menge. Halt, was können wir noch erstellen? Lord Mansion ist hier nicht. Blacksmith Table. Haben wir den? Hm. Den werden wir machen. Aha, alles schön. Das Aging-Ding kriegen wir wirklich erst ab Level 12, also insofern, dass sich das ledigt. Table for the Smithy. Und der macht dann was? Wäre ja, jetzt die große Frage. Das müssen wir wie immer nehmen. Egal, was brauchst du dafür? Machen wir den. Barrel kann warten. Erstmal wollen wir weiterkommen. Small Ship, das ist mir jetzt wichtig. Wie viel kriegst du noch mit Blacksmith Table? Brauchst noch Holz und 5 von denen. Oh Gott, die Dinger schon. Haben wir schon genug, um 5 herzustellen? Sonst. Nein. Haben wir noch einmal das und dann 5 Dinger. Und dann Holz. Das sollte so schnell auch nicht sein. Wir klopfen einfach mal kurz irgendeinen Baum weg hier. Wer sieht schon alt und nutzlos aus? Hier, du da. Du bist im richtigen Alter, mein Freund. Chop, 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 chop.
wie es holzförmig zu mir fliegt. Ich krieg nicht einen Setzling dafür, ne? War ja klar. Direkt gegen dir. Egal. Wurscht. Die Natur mag uns nicht. Gut, dann werden wir sie halt entfernen müssen. So. Ich glaube, ein paar Setzlinge kaufen. Machen wir gleich, bevor wir hacken gehen. Ja, besser ist es. So. Setzling von was auch immer. Was sind eigentlich die billigsten? Ich habe keine Ahnung. Oh, 9 Silber. Wieso kosten die alle so viel? Ich vermute mal, mehr bringt mehr. Ich bin gleich pleite. Ich habe ein paar kleine Setzlinge bestellt. Wahnsinn. Das ist ja ein Hurra hier. Unglaublich. Unglaublich, sag ich da noch. Unglaublich. Ich sammle es klein. Das wird schon nicht despawnen in der Zeit. Ganz ruhig, heute habe ich es. Diesmal habe ich auch ganz sicher Ton dabei. Ich bin bewaffnet mit dem wichtigsten Ding eines Tavernenbesitzers. Spitzhacke, Schaufel und Ton. Warte, das klingt auch wieder falsch. Obwohl ich nichts gegen Tonhai-Töpferei hatte, ne? Wann gibt es eigentlich mal so ein Spiel? Töpfern. Und hier 3D, es gibt auch so viele Simulatoren, da kann man auch mal einen Töpfersimulator machen, oder? Das meine ich ganz ernst. Und alle Dinge, die man im echten Leben nicht machen kann, weil wer von uns hat das Geld, mal bei einer Taverne aufzumachen oder Töpferanlage sich zu besorgen und die irgendwo hinzustellen. Ich bin schon froh, dass ich mein Mörser-Dings da irgendwo in die Ecke stellen konnte in meine Wohnung. Auf dem Regal aus Plastik. In schweren Granit. Okay. Ja, mein Gott, das Ding hat 15 Euro gekostet. Hat überhaupt gar keinen echten Sinn. Aber Junior freut sich. Das ist das Wichtigste. Noch irgendwas? Natürlich, hier ist immer irgendwas. Da oben ist noch Kupfer direkt über uns. Pflanzen haben wir alles letzte Mal. Da haben wir Obst reingeschalten. Beziehungsweise davor hatten wir Obst reingeschalten. Jetzt nochmal was irgendwie. Ich vergesse das nicht. Keine Sorge. Dann müsste da oben noch irgendwo Stein sein. Oder? Jeden Tag eine Runde gehen, dann ist man glücklich und zufrieden. Die Frage, warum der Wirt den ganzen Tag nur am Feld steht, statt mal die Kneipe aufzumachen. Wir wollen saufen! Saufen! Wirt, mach Kneipe auf! Kennt ihr diese ganzen Glocken? Saufen, saufen, saufen! Oh, ist ja schon. Jo, Milch, wenn ich das gewusst hätte. Oh, ich kann Blocks da, das ist nicht schlecht. Nein, ich verbrenne jetzt nie meine Planks. Die brauche ich. Achso, wo wir gerade dabei sind, die wollte ich machen, ne? Ich kann es praktisch, wenn ich ein paar davon herstelle. Ja, ich weiß, ich sollte wahrscheinlich warten und dann erst, aber. Komm. 20 von den Dingern drumherum und dann lohnt sich das. Aber dann sitzen wir 20 Folgen da, machen nichts anderes abbauen. Das ist dann auch nicht ganz im Sinne des Erfinders, nehme ich an. So, können wir jetzt eigentlich schon was Neues zu essen herstellen? Was waren unsere aktuellen Orders? Der Wein, den wir eh noch nicht machen können, und die Jam Strawberry haben wir mit Sicherheit nicht. Hat sich also erstmal erledigt. Dann können wir keine Auftragsarbeit machen. Legen wir weiter. Anpflanzen müssen wir heute nicht. Können wir gleich die Taverne aufmachen, ne? Blinks. Wo bleiben meine Setzlinge? Lieferung. Wenn das Becken damit schneller geht. Fühlt sich nicht schneller an. Möchte ich mal so sagen. Es fühlt sich nicht schnell an. Gott, ich brauche doch ein paar von der Seite. Dringendst. Thanks, danke. Letzte Holz verbraucht. So. Lieferung, neue Setzlinge. Ausgezeichnet. Ja, damit. Setzlinge ins Inventar. Dunga, dunga. So trage ich eigentlich immer noch alles hier. Ich kenne eine große Kiste und den ganzen Scheiß da rein. Ne? So, wo habe ich gerodet? Ich habe keine Ahnung. Hier irgendwo. Mitten im Weg. Ne? Zack. Zack. Und hier oben irgendwo, glaube ich, aber auch nicht. Egal. Also jetzt haben wir wieder mehr als vorher, ne? Ja, dann müssen wir freiruhen. Das ist die falsche. Es gibt nur eine 3. Es kann nur eine 3 geben. Platz. Ich bin der Landwirt, oder was? Na, geht klar. Das
es immer so nah am Rand geht, klar. Soll mir recht sein. Scheiß dich doch mal in dem Scheiß hinein. So, also wirklich unglaublich. 3 mm zur Karte, nein, geht nicht. Man könnte es nicht richtig treffen. Das wäre natürlich schlimm, das kann ich verstehen. So, Platz da jetzt, ja. Zack. Krieg ich wieder da nicht hin, ne? Da auch nicht. Kriegen wir überhaupt da irgendwo hin? Oh, ist mir völlig egal. Hauptsache sitzt was, danke. Dann können wir noch 3 Pfund Wasser. Wir haben kein Empty Bucket, warum auch immer. Ganz bestellt haben wir auch nicht. Das Wein muss da, der Alkohol muss dann auch mal langsam wieder. Ihr wisst schon wohin. So, wir brauchen für unser Blacksmithing Table noch die 2 Dinger. Dann haben wir das erledigt. Dann können wir den in Auftrag geben. Na, ausgezeichnet. Gleich haben wir es geschafft. Das Stonework-Dings können wir mal wieder ins Bauen, ne? Egal, wir stellen mal die Steine her. Bist du eigentlich fertig bauen? Du siehst nicht fertig aus, egal, du hast gejobbt. Du nervst. Und deshalb wirst du gehen müssen. Du hast dich ja mal von dir gelohnt, wa? Katzchen. Da kam da jetzt mehr raus. Ich hab keine Ahnung. Sollte ich wahrscheinlich auch nachgucken, aber ach, was soll's. Was soll der Ärger, ne? Ich meine, es sind doch nur ein paar Minuten. Ein paar Folgen länger. Das wollte ich zwar nicht, aber egal. So, Blacksmithing Table, danke. Kommt jetzt kein Geist oder was soll die Verzögerung? Was haben wir noch? Das sind die Werkzeuge, das sind nicht Paper Coaster, kriegen wir ein paar mehr, aber Core Coaster vielleicht noch besser. Da ist ein Mixing Tank, den müssen wir kaufen, haben wir auch kein Geld für. Stone Cutters Table haben wir auch nicht. Braucht. Next to the Stone Workshop hier für was? Wahrscheinlich um Mörtel anzumischen, den wir nur brauchten für was? Keine Ahnung. Man kann man Steinskulpturen herstellen, wie schön. Interessiert mich aber alles. Oh. Alles wie viel ins Vordermal. Na komm, scheiß drauf. Wie lange brauchst du jetzt noch? Um Gottes Willen, da können wir auch noch eine Arbeit nehmen. Bar aufmachen oder so. Ich sehe, da wächst Gras dazwischen. In meinem Feld. Das geht ja mal ohne hier. Und hier kann ich ja nicht mehr anbauen, weil dicht. Ein bisschen Platz zum Anbauen hätten wir hier drüben noch irgendwann mal. Wollen wir jetzt Felder? Nein, wir machen jetzt keine Felder. Wir gehen jetzt Kneipe aufmachen. Genau, das machen wir jetzt. Ein bisschen Ordnung, ein bisschen was anbauen können wir noch. Alkohol haben wir noch zur Auswahl. Sieht hier aus. Fass, Fass, Fass. Hier auch noch Fass. Oh, raus mit dir. Nee, Entschuldigung. So war das nie gedacht. Andersrum, meine Güte. Macht es doch nicht so kompliziert, aber. Noch eins rein, bitteschön. Wie sieht es mit dem Vorrat aus? Geht so. Gerade so noch. Können wir da nicht dazu stopfen? Okay, dann. Noch eine Kerze rein und dann Essen machen. Essen machen, Kerze rein, öffnen. Öffnen, Kerze rein. Warum? Ja, du stellst automatisch irgendwas her. Kann man nicht auf Automatik stellen eigentlich? Das wäre auch ganz nett. Strawberries? Haben wir keine. Achso, wir haben eh nicht viele. Dann sollten wir vielleicht mal nicht die Gläser verbrauchen. Gerösteter Fisch ist auch nicht gerade viel da. Tee haben wir auch mehr als genug. Aber Chicken bringt halt mehr, ne? 1, 32, 1, 45. Was? Das Roast Beef bringt so viel? Na, dann werden wir da mal reinhauen. Was ist besonders teuer? Das bringt doch auch am meisten am Ende, ne? Kartoffeln, Honig, Zwiebeln. Honigzwiebeln. Knoblauch, muss reichen. Viel Spaß. Lass das schmecken. Ich muss es ja nicht essen. So, gut habe ich's. Es läuft doch. Wollten nicht. Achso, wir hätten Ehl-Yeast drin. Ehl-Hefe, ja, ja. Jetzt weiß ich wieder, was uns fehlte. So, da kann ich einen Auftrag machen. Ein bisschen Apfelweizen. Aroma-Hopfen und Honig. Süßes Bierchen. Lecker, lecker. Geröstete Dingsbums, machen wir auch noch. Warum nicht? Einfach mal was können. Das Fass wegschaffen, den. Wieso haben wir schon wieder den Mist? Das war zum Alkoholisieren. Alkoholische Alkohol. Du wisst schon. So, haben wir langsam genug Keks hier. Danke. Danke, danke, danke. So, fertig. Raus mit uns. Bar öffnen. Schon noch ein paar Kerzen setzen. Ne? Ja, ja, ist ja gut. Ich will auch bloß die Kerzen. So.
Noch irgendwo was? Nein, gut. Die Korkding haben wir jetzt nicht. Wurscht. Jetzt gehen wir arbeiten. Ein bisschen Bier zapfen. Tut immer gut. Ein bisschen was davon werden wir schon bestellen, denke ich. Ist ja nicht so, als ob wir nicht einen Vorrat hätten. Komm, sein, meine Damen und Herren, wir haben immer und wir alle geöffnet. Wir haben einen frischen Fisch, da ist doch gar kein Problem. Was darf sein? Für alle wird gesorgt. Jetzt komm doch mal hier rüber, wo ich stehe, du Arsch. So ein Sackgesicht. Da lasse ich den nächsten auf extra warten. Nun kommt der, setzt sich an den Tisch, die faule Socke. Komm her. Hier gibt es keine Bedienung. Wir mittelalter was. Wartest du eigentlich? Soll ich noch einen Musikanten einladen? Einen Barden vielleicht? Von der Akademie. Die Einsamkeit, leck mich doch an. Jetzt hab ich die ganzen Skyrim-Witze verpasst. Ja gut, komisch war's auch nicht. Bestimmt jemand transkribieren oder Zeichensprache lesen oder so, ne? Zumal ich auch noch Bewegungen gesehen hatte, ne? Also nur die Aufnahme wollte nicht. Wenn die auch wieder nicht aufnimmt, dann drehe ich am Rad. Also sonderliche Lust, nochmal OBS neu zu installieren, habe ich jetzt nicht. Kann ich ehrlich sagen. Wieso kann ich das jetzt eigentlich auch noch? Achso, das, ich komme aus dem Lager vor, dann brauche ich hier niemanden zapfen. Viel Spaß. Soll sich der Nächste kümmern. Ich wische ja mal den Tisch sauber, ne? Saubere Tische sind das Freudes. Glück, oder nicht? Guck dir all diese Reisenden an. Hungrig. Gebrochene Seelen. Oh, wer hat. Du bist gerade aufgestanden, als der Brot geholt. Willst du mich verscheißen, Mädel? Mach's sauber hier. Es ist so sauber. Ja, guck bloß nicht hinter dich. Du sollst doch nicht in die Küche gucken, wenn der Wirt reinpinkelt, aber ist egal. Ich pinkel nämlich immer in das Ehe rein. Unsere englischen Gäste. So. Ein Tee. Du bist mir sympathisch, mein Freund. Du findest das hier sauber. Und du magst Tee. Und wieso sieht es da hinten schon wieder so ein Leprakranker am Romantiktisch? Gut, lassen wir die zwei Jungs unter sich. Noch so eine, die sich nie sauber waschen kann, bevor es essen geht. Wenn wir uns richtig verstehen, Alkohol macht einen nicht hygienischer. Der ist zum Reinigen da, ja, reiner Alkohol. Aber nie das Bier, das man sich reinschüttet. Glaubt mir, als Kellner habe ich einige stinkende Gäste erlebt. Jugendliche, die saufen wollen. Und alte Leute, die im Bier da sitzen und so glauben, sie werden was Besseres. Die genauso viel saufen wie andere. Das sind mit die Schlimmsten, die es gibt. Das könnt ihr euch sagen. Ja Gott, wir kamen zuerst, ist mir egal. Der Tisch sieht ja schön aus. Ich würde den Tisch ja sauber machen, aber wenn ihr Dreckfink euer Bier darauf schüttet, seid ihr selber schuld. Der nächste Tisch, nein. Ich will da nochmal Bier zapfen, lasst mich doch mal Ruhe, ja. Ihr habt zu tun, was meint ihr eigentlich, wenn das Bier zapft ihr den ganzen Tag? Dann muss ich euch wieder das Bier von vor 3 Wochen ausschenken. Glaubt ihr, das macht sie von alleine? Was willst du? Brot. Klar, geh zum Bäcker, wenn du Brot haben willst. Das ist eine Taverne, hier wird gesoffen. Das Brot, den Weizen gibt es hier nur in flüssiger Form. Wieso habe ich überhaupt Brot gemacht, ich Idiot? Die sollten nur Bier kriegen und gut ist. Das zukünftig machen. Nur noch veganes Bier. Den gibt es hier nicht. Ist es schon kalt, meine Freunde? Nee, erst mal schon. Bin schon da. Ich fliege, ich eile, ich renne. Kunde ist König, bla bla bla. Wo soll der? Ich bin derjenige, der das Bier ausschenkt. Ich bin ja in den Topf reingespinkt. Bock, das sag ich euch da. Also macht mir nicht an, hier. Macht mir nicht an, ja, sag ich. Bin empfindlich. Was will der schon wieder? Ist eigentlich völlig wurscht, was der will. Was ich will, ist viel wichtiger. Hat es jetzt doch gesteckt oder nicht? Also nur Hopfen, Hopfen, Hopfen Bier. Was willst du jetzt? Setzt der sich jetzt auch an den Tisch, die Dumme? Nee, gut. Jetzt einer, der versteht, wie es geht. Ah, einer mal, der das Birnenbier nimmt. Sehr schön. Die Frau kriegt zuerst, ob sie passt oder nicht. Also mit deinem schwulen Date warten, Bastard. Höflichkeit. Warum bedient man Frauen zuerst? Was hat denn das noch mit Gleichberechtigung zu tun? Ne? Versucht man einer Frau zu erklären, dass die jetzt als Zweiter bedient wird am Tisch. Da gucken einige Frauen so ab 40 aufwärts, aber ganz böse. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Das gilt halt nur, solange man die Vorzüge... Ich hab nichts gesagt. Ach, die Xen macht wieder alles, damit Frauen seinen Kanal nicht angucken. Was, wer stört ihn warum? Kann man sagen. Ja, ja, ich mach ja schon. Wer stresst hier? Was? Das macht die Frau aus, fertig. Gehen gleich die nächsten 2 Kunden, wenn sie ihnen gefallen haben. Der hat ihn rausgeschmissen, nur weil der rumpöbelt. Wunderbar. Ich hab da Pech gehabt. Dann pöbelt halt nie rum. So einfach ist das. Benehmt euch wie erwachsene Menschen, dann müsst ihr nicht rausfliegen. Ja, noch hier. Wer weiß, was gibt's. Noch einer, der bestellen will. Tische sind frei. Aber wir wissen immer, dass der Tisch frei ist. Die gucken zum Fenster rein, oder? Ich sollte draußen eine Wand hinbauen, damit alle reinkommen. Neugierig. Lass mal sauber machen jetzt hier. Ja, Mädel, kriegst dein Hopfen hier.
Enchanted Broom. Yay. Bin gleich wieder dran. Yay. Komm her. Wartet schon einer? Meine Fresse. Die haben es aber eilig. Wir sind ja 5 Sekunden alleine hier. Ich muss meine Enchanted Broom irgendwo hinstecken. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, ich kann eine Maustaste. Sehr gut. B, ich würde gerne meinen Broom irgendwo hinsticken, wenn ihr wisst, was ich meine. Must be closed. Ich hasse euch. Gut, ab morgen haben wir Selbstreinigung. Stick. Dingsbums. Das ist schon. Stick. Genau. Stick, Stick. Stick, Stick, Stick. Wer macht hier schon? Ja, ich weiß, dass es schmutzig ist. Dann macht halt nicht so viel Dreck, Leute. Jesus Christ. Scheiß Ding muss ich oben stellen hier. Und längere Tische bauen und sowas. Kommt also. Na, hat dich dein Date sitzen gelassen? Ist kein Wunder, so wie du säufst. Ah, ich müsste eigentlich jetzt eigenes Jahr beim AD kriegen oder so. Apropos, ich habe gestern, was hat die Staatsanwaltschaft oder was gibt? Ja, nee, der Staatsanwalt hieß der. Halbes Jahr oder Jahr lang keinen Tatort oder so einen Scheiß mehr gesehen. War deprimiert den Eblos. Die Probleme und Morde der Reichen und Superreichen immer. Und natürlich war das auch der Fall mit jemandem Reichen, Superreichen, die verklagen das Jugendamt, dann kontrolliert die Polizei das Jugendamt. Als ob das irgendjemand auf diesem Planeten jemals für realistisch halten würde. Naja, kein Kontakt. Immerhin sind Tavernenreputationen Level 5. 6 scheinen, glaube ich, drin zu sein, oder sowas. Ja, Leute, ich bin gerade erst weggegangen, 30 Sekunden. Jetzt muss ich warten. Der Wirt muss mal pinkeln. Und das Bier holen. Das frische, sauer riechende Zitronenbier. Das ist gesund. Später haben wir sowas. 22 Uhr. Ihr seid immer noch hier. Habt ihr keine Arbeit? Kein Zuhause? Keine Rolle, die ihr nerven könnt? Ja, du nicht. Du betätest jetzt einfach den Nächsten. Ne? Das ist die Sorte Frau, die 3 Dates an einem Tag hat. Der nervt mich ja schnell. Der Besitzer ist gar nicht. Von wegen Kultist. Stimmt überhaupt gar nicht. Eiskalte, infame Lügen. Kann gar nicht sein, das wüsste ich. Nur weil ich die mythische Morgenröte gegründet habe. So, was? Skyrim. Oh, Skyrim gibt es ja auch bald das Oblivion-Mod irgendwann mal in den nächsten Jahren. Könnte ich glatt Oblivion als Rollen annehmen? Ich kenne Oblivion nicht gut. Skyrim kenne ich besser. So wie jemand also. Plus. Bei mir fühlen sich alle wie Priester. Das ist normal. Immer noch nicht genug Platz. Sortieren hier. Reinstopfen im Mist. Kann ich nicht. Gut. 19 Bier in der Tasche. Da soll mal einer mit bloßen Händen machen. Mal. Leute, wer hat schon wieder den Bierbecher? Den könnt ihr doch einfach hier vorne abgeben. Wie die ersten Menschen. Ja, ist egal, ob du einen Tee haben willst um 23 Uhr. Ich muss jetzt hier sauber machen. Kann ich auch so umgeben? Ja. Kann ich dir den Tee von hinten geben? Ich weiß, das klingt etwas komisch. Aber das muss man mit leveln. Ah, ist jetzt hier. Schwanzfeuer. Der wollte gerade noch was holen, ne? Habt ihr es gesehen? Schnell umdrehen, damit es nicht so peinlich ist. Ja, ja, ja. Der Wein ist geschlossen. Ich kann den Stick jetzt hinsetzen. Ist doch geschlossen. Wollt nicht von mir. Ich habe sie ganz eindeutig geschlossen, bin mir sicher. Achso, muss das bauen. Letzte Runde, danke. Jo, dann macht sie mal. Was wollte ich noch als Quest? Strawberry und Wein mit Orange. Das wird alles noch eine Weile dauern. Elis schlecht. Gut, gleich mal, wenn ich schon mal dabei bin. Ist zu spät. Mal morgen. In einer anderen Folge. Ihr wisst, was ich meine. Essen kann ich aber trotzdem ansetzen. Viel Spaß damit. Met mit von allem etwas, wie sonst. Wir haben ja schließlich noch. Also hoffentlich in nächster Zeit keinen mehr. So, dann Barley haben wir auch noch zum Zwischenreinstopfen. Roggenbrot mit Dill, Kartoffeln und Thymian. Viel Spaß. Schmeckt bestimmt. Und Würstchen können wir ja nicht, ne? Hab ich noch nicht gemacht. Roasted Pork haben wir noch genug, also mit Knoblauch, Zwiebeln und Kartoffeln, weil wir da auf den unteren Jahresvorrat haben. Dankeschön. Kann ich jetzt eben meinen Stick hinstellen? Danke. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da oben in die Ecke. Kannst du putzen. Eigentlich sollte ich ihn leicht hier unten stehen lassen, ne? Genau, du putzt jetzt weiter. Ach, ist das schön. Ich habe einen magischen Wesen. Nein, wirklich. Ich habe wirklich ein magisches Wesen. Der macht für mich sauber. Wie sieht's hier aus? Alles fertig. Ich habe einen Blacksmithing-Table. Wo muss ich den hinstellen? Was? Was meint ihr damit? Das finde ich sehr gemütlich, natürlich. Da ist auch kein Platz mehr. Dann müssen wir wohl umräumen den Weg hier. Sorry. Hä? Ach, wollte ich.
Die Schmiede, mach das doch gleich. Ich bin doch nicht allmächtig hier. Da kann ich irgendwo hinstellen. Komm da hin, da ist genug Platz, dann raus aus dem Baumenü. Was gibt's hier? Danke, was? Mach es mal nächsten Eisen fertig. So, Schmalbranche Auge, was? Schmalfall. Genau. Komfort, plus 120 nehme ich an, Torch. Es produziert Licht aus einer seiner Enden. Wie schön. Morting Machine. Da haben wir schon. Sägemühle. Ja, was haben wir noch schon? Destille können wir eh noch nicht. Doch, das können wir auch. Also Kupferbahn, Eisenbahn und jede Menge Holzplan geht klar. Ich brauche mehr Holz. Gott sei Dank haben wir ein paar Bäume. Da haben wir jetzt was zu. Ich geschlafen. Leck mich, ich geschlafen. Alles morgen. Morgen haben wir einen anstrengenden Tag. Bereiten wir uns darauf vor. Ein andermal. Dritter, ich bin müde. Katze kann auch draußen bleiben, ist mir egal. Kriegt doch was zu fressen, damit sie Ruhe hält. Ich gehe schlafen. Gute Nacht, Jutabis. Wir sehen uns morgen, übermorgen, wie auch immer. Bis dann. Xenaut.